Seit Donnerstag geöffnet hat Kinder Städte. Auf dem alten Markt gestalten 9- bis 13-jährige Jungen und Mädchen im Rahmen einer mehrtägigen Ferienpassaktion den Alltag einer Gemeinde. Doch so einfach kommt man nicht hinein. Wer die Westerstädter Kinderstadt betreten will, muss sich erst als Einwohner registrieren lassen. Dann erhält er einen Bürgerausweis oder ein Besuchervisum. Drinnen herrscht emsige Geschäftigkeit. Eine lange Schlange hat sich vor dem Arbeitsamt gebildet. Hier stehen die jungen Bürger an, um einen Job zu ergattern. Stündlich kann gewechselt werden. Wer arbeiten will, muss aber zunächst eine Lohnsteuerkarte ausfüllen. Lange Gesichter gab es bei den Mädchen. Der Beauty-Shop ist schon voll. So muss eine andere Arbeit her, denn dafür gibt es 10 Rodo-Mark die Stunde.